mal, im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du, Intus? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zellen in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde gerade gut. Oh, ich sollte mal schlafen. Oh, Scheiße! Nein. 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 Oh. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Niemand da? Komisch. Ja. Und wir übernehmen die Steuerung in einem super neuen Spiel auf dem Kanal bei Benny und Steve. Grüßt euch alle miteinander. Willkommen bei Resident Evil 2, dem Remake. Wie wir gerade schon im Intro gesehen haben, wir spielen Leon. Ja, wir sind hier an einer Tankstelle angekommen und ja, da muss man jetzt nicht super toller Detective sein, um zu sehen, hier ist schon wieder die Scheiße durch den Ventilator geflogen. Ja, wir, wie gesagt, spielen das Remake eines Mega-Klassikers irgendwie. Ich hab's auf der PlayStation 1 echt geliebt. Wir sind Leon, wir sind ein absoluter Rookie. Wir sind noch nicht der krasse Super-Agent, der in den späteren Teilen irgendwie für Furore sorgt, sondern wir können noch gar nichts irgendwie. Wir sind halt einfach ein Rekrut, nichts irgendwie. Und müssen, also halt frisch von der Schule, und müssen jetzt in Raccoon City, der beschissensten Stadt, wo man als Polizist anfangen kann, unseren Dienst beginnen. Ja, oder tun wir jetzt mal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal rein. Wir haben auch keine Waffe, kein Nichts irgendwie. Aber es sieht auch schon wieder echt, also es sieht geil aus. Da haben sie wirklich, also die Remakes sind wirklich mega. Ah, schön. Kleine Weinverkostung heute im Mitsui Gas Station. Hallo? Irgendjemand da? Hier stimmt was nicht.
Jeder weiß, dass die Kosmetika nicht hier vorne sind, sondern immer nur die Süßigkeiten. Okay, krass, das... Hier wird irgendwie... Das ist ein Zombie, was sind wir hier? Vielleicht holen wir uns erstmal ein paar... Ein paar Schningels. Oder? Das ist doch... Geil. Ah, sieht schon mega aus. Okay, die Geräusche kommen irgendwie von hier. Kann man nicht durch. Oh. Oh, krass. Okay. Alles in Ordnung? Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Oh, krass. Okay, alles klar. Das ist der Mitarbeiter hier, ne, aus der Tanke. Ah, das sieht krass aus. Hallo, Sir. Komm runter. Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, ich höre nicht näher. Hey, hey. Oh, krass. Stopp. Krass. Ich schieße. Okay. Was zur Hölle? Also jeder, der die Resident Evil-Reihe kennt, ne, weiß, kennt diese absolut klassische Szene irgendwie, wo der Zombie sich immer erst im ersten Teil umdreht. Aber das war ja wohl ein epischer Nachfolger dafür irgendwie. Also, Wahnsinn. Geil. Also, Hammer. Sieht Hammer aus. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Schlüssel? Schlüssel. So. Was ich erfahren habe, ist, dass man, und das werfen wir mal kurz mal, wir gehen mal kurz ins Menü und man kann die Musik umstellen. Und zwar vom Remake aufs Original. Und wir haben es jetzt schon im Original und ich würde das ganze Spiel gerne mit dem Original-Soundtrack laufen lassen, weil der halt einfach, er ist halt absolut fantastisch, nostalgisch und ich freue mich schon richtig drauf. Irgendwie schon allein dieses Polizeirevier. Spoiler! Wir betreten nachher ein relativ zeitnah ein Polizeirevier und die Musik, die denn da erklingt, die ist einfach, die ist. Ach, ich krieg schon gleich wieder Gänsehaut. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Original-Soundtrack, also nicht der Original, sondern der Remake-Soundtrack, bestimmt auch mega geil sein wird. Und ja, vielleicht, ihr könnt es mal unten in die Kommentare reinschreiben und wenn es euch gefällt, kann man das Spiel ja noch an einer anderen Storyline durchspielen und zwar mit Claire Redfield. Und ihr könnt es ja mal unten in die Kommentare schreiben, wenn Benny quasi die Storyline von Claire spielen soll. Na, dann hätten wir quasi mal so ein Dual-Let's Play hier. Hey, was soll denn das? Und ihr erfahrt beide Storylines. So, Tür ist zu. Okay. Dann schauen wir doch mal. Hier. Können wir hier noch in die Spinte gucken? Nee. Mal Gläschen O-Saft hier. Nice. Super Show. Ja, hier ist viel mit Strip. Hallo? Achso. Habe ich jetzt den Schlüssel nicht mitgenommen? Ich bin in der Nase. Ja, da hinten hängt er. War nicht eingepackt. So, Leute, die schon vielleicht das ein oder andere Let's Play von mir gesehen haben, werden wissen, ich bin... Lebt wieder? Okay. Ja, nee, da bin ich mal. Okay, benutzen. Oh Scheiße. Was zum? Oh, das sieht nicht gut aus hier. Oh. Oh. Alter, wo kommt ihr? Nicht schießen! Runter!
Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Claire Redfield. Oh, scheiße. Die sehen so krass aus, die Zombies. Los jetzt! Rein da! Festhalten! Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Welcome to Raccoon City, home of Umbrella. Alle Einwohner, aufgrund des stadtweiten Ausbruchs, wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden Einbedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Rennen. Ja, gute Idee. Ach, ach du Schande! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Heilige Scheiße! Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Sicher! Geh schon weiter! Ich treffe dich bei der Station! Ich komm hin! Scheiße! Das reinste Chaos!
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich würde jetzt hier wirklich gerne mal ein paar Ecken absuchen, aber ich habe keine Zeit zum Suchen hier irgendwie. Hier ist Polen offen. Raccoon City ist schon wieder komplett am Arsch. Scheiße. Was? Sind alle so. Alle verwandelt. Ich finde auch cool, dass Leon halt hier jetzt nicht in seiner Polizeimontur in dieser Kampfausrüstung startet, sondern halt in Zivilklamotten. Polizeistation. Ja, da ist sie. Ich bin wirklich immer versucht, so an die Polizeiautos zu gucken, irgendwie, ob die eine Shotgun drin haben, ne? Ich hoffe, hier sind jetzt nicht irgendwelche Schichten versteckt oder irgend so was, was man hätte jetzt mitnehmen können. So, die Magnum gleich am Anfang. Ja, okay. Nicht böse, aber an den ollen Riegel kommt so schnell ran, Kumpel. Mach doch hier ein Stöckchen drin, oder? So. Ach, ehrfürchtig. Ja, schon so ein bisschen so was Zeitreise-ähnliches an sich. So, was haben wir denn hier? Ich habe 7 Schuss. Habe ich denn ein Inventar? Schade, ein Messer wäre ja mal geil. Können wir uns hier... Naja, vielleicht können wir uns nachher hier durchhacken. Leider weiß ich jetzt irgendwie vom reinen Ablauf des Spiels von damals jetzt nicht mehr so viel. Es gibt noch so 1-2 Sachen, an die ich mich... Das ist einfach... Und die Musik? Oh. Hallo? Ist irgendjemand hier? So, schön. Erste-Hilfe-Spray. Sagt man natürlich mal ein. Pistolenmunition, 6 Stück. Maue Kiste. Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Verstärkung, Ostkorridor. Sollte den Typ suchen, ja. Vielleicht. Karte M. Das ist wirklich ein geiles Feature, ne? Irgendwie, dass halt einfach mal Objects hier mit angezeigt werden auf der Karte. Ne? Selbst wenn man sie jetzt nicht eingesammelt hat. Geiles Feature, irgendwie. Wie oft lasse ich irgendeinen Mist liegen? Hier. Raum der Wache. Da müssen wir hin. Das heißt, wir hier durch. Kommen wir hier durch. Keep out. Nee. Oh. Okay. Oh nee. Krieg ich da nicht durch. Geh da nicht hin, Mann. Okay. Und mal kurz gucken. Ja, Klamotten sauber, ne? Ist wohl Fact für die Game-Sünden. Bing! So, was haben wir denn da? Okay, hier fehlt uns wohl eine Sicherung. Da ist uns wohl eine Sicherung durchgebrannt. Oh, können wir hier hin? Zu. What?
Flucht gefunden. Oder gesucht. Gefunden haben sie ja anscheinend nicht irgendwie, aber. Scheiße. Du schaffst das. Kann ich nicht. Wie viel fest eigentlich? 12 Schuss. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Ach, das ist. Der Raum für Pressekonferenzen? Na, da haben wir nochmal kurz abgeführt zum Schluss, würde ich sagen. Oh, schön. Kombinieren? Ah, okay, alles klar. Man kann die quasi durch Kombinieren, kann man die so ein bisschen stacken. Bürgerums! Karthago muss fallen! Sorry. Ja, okay, gut. Kann man jetzt ansonsten irgendwas finden? Nö, einfach mal einen Blick in die Karte. Nö, schade. Was? Hm? Reiten. Ja, da hat sich das Fitnessprogramm Zeit gemacht. Willkommen beim Umzugsunternehmen. Ich muss irgendwo Jens Mächtig mal ein Wasser anrufen, glaube ich. So ein Kicke. Das hört sich auch so an. Na klar, bei den Frauen wieder. Ist ja klar. Haben wir ein Spiegelbild? Nö. Irgendwie so ein kleiner Spleen von mir geworden, irgendwie ein Horrorspiel zu gucken, ob wir ein Spiegelbild haben. Bis jetzt. Ach, oh Gott. Okay. Ein Duftspiel. Ein Raumspray. Ein PC-Spray. Pinientanne. Aber hey, ist wenigstens sauberes Wasser. Aber sag mal, die Grafik, die sieht doch wohl. Absolut ultra edel aus, oder? Oh, Alter. Was ist denn mit euch passiert? Hineinmacht worden. Oh Gott. Kette, okay. Da werden wir wohl eine Bolzenschneidele brauchen. Aufmachen! Aufmachen! Ja. Tür auf! Ja. Ist das noch ein okay. Oh. Ich hol sie raus! Komm, in die Ballett! Hilfe! Bitte! Geben Sie mir Hilfe. Die Hand! Ich hab sie! Jetzt die andere Hand! Ich halte ihn! Scheiße. Oh nee. Du Scheiße. Oh. Oh, die arme Sau. Oh. Oh, ist der Buch eines Polizisten. Aha. Göttliche Statue, 3 Meter Jungs drin, backen. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Ah, schön. Hat sich der Polizist mal hingesetzt und hat mal schnell eine Kinderzeichnung. Was ist denn das da? Okay. Ich habe Kinderzeichnungen gemacht hier. Schön. Alter. Wenn ich mir überlege, was die damals für einen Terz mit der Zensierung der Spiele gemacht haben, ja, da war grüne Pixelblut, damit das ja nicht rote Blut war bei den Zombies irgendwie und. Nicht, dass ich mir die Zeit zurückwünsche, aber das ist schon krass irgendwie. Das ist schon wirklich. Heute ist keine Sprechstunde für dich, mein Freund. Kommen Sie bitte Dienstag wieder. So, stehen die jetzt alle auf, oder? Ah, wo denn? Wie denn? Oh, Scheiße. Nee.
Ach du Scheiße. Die sind überall. Geh weg. Ich bin halt noch nicht. Also, ja, unten durch. Who's this? Verstanden. Who are you? Marvin! Du bist sicher. It is Marvin! Danke. Marvin Brenner. Ja, Marvin! Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Ja, Hände waschen, Freundchen. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Alter, voll Klecker. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Ein Kampfmesser. Zerbricht, wenn der Balken leer ist. Okay, drei. Schlitzen. Gut. Packen wir mal hier hin. Ey, aber krass, wie die das schaffen. Also die Animationen, die sehen so ultra deluxe aus. Irgendwie, wenn ich mir. Also krass, wie die das schaffen, diese Emotionen so reinzupacken. Ja? Glaubwürdig, wenn ich mir überlege, wie das damals aussah. Damals war Marvin, deswegen habe ich Marvin gerade so gefeiert. War in dem ursprünglichen Spiel, weil er halt einfach aussah von seiner Textur her und vom Texturmapping, haben ihn alle Will Smith genannt. Weil er halt aussah wie Will Smith. Irgendwie Frisur so ähnlich wie der Prinz von Bel-Air. So, und also er macht ja schon deutlich einen Unterschied, ne? Aber guckt euch das an, das ist, also das, Mann, was heute so geht, ey. So, was haben wir denn hier? Ach, guck mal, hier haben wir die Statue, haben wir hier. Matilda. So, Morph. Denn ich guck mich mal hier kurz ein bisschen um. So, hier kommen wir nur mit Special Key. Hinein. Was haben wir denn hier? Allein. Oh, Momo. Ne, so meinte ich nicht. So möchte ich nicht machen. Klassisch, ne? Grün und seht zu. Gelb geht so. Rot, wir sind demnächst am Arsch. So, Notizbuch des Polizisten. Und das schauen wir mal. Hier haben wir doch der Löwe. Okay, was ist das? Löwe, ihre Truthahn. Das ist geil, aber der nächste Geier, was? So, was haben wir denn? Löwe. Ihre. Da ist der Vogel. Da ist der Vogel. Bestätigen. Yeah! Löwenmedaille. Super cool. Nehmen wir. Ja, und wie ich schon wieder sehe, haben wir ziemlich einen Platzmangel.
sehr schnell wieder. So, ich guck mal kurz, ob man hier oben noch irgendwas findet. Oh, was haben wir hier noch? Eine Tür. Ach du Scheiße. Okay, nehmen wir rein. Jawohl, Blumentöpfchen. Grünes Kraut. Das nehmen wir natürlich um mit und sind voll. Okay. Und hier vorne kommen wir auch nicht weiter. Brauchen wir auch einen Schlüssel für. Stadtbroschüre. Willkommen in Raccoon City. Raccoon City ist nicht nur das Zuhause des Pharma-Riesen Umbrella Corporation, sondern auch eine pulsierende, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte. In diesem Führer stellen wir Ihnen einige ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten unserer Stadt vor. Die Polizeistation von Raccoon City. Das Gebäude in der Stadtmitte war nicht immer eine Polizeistation. In ihm befand sich früher ein Kunstmuseum. Ah, das ist natürlich cool. Zahlreiche Merkmale wie der ungewöhnliche Uhrenturm und die Göttinnenstatue in der Eingangshalle erinnern an diese Zeit. Das Waisenhaus. Nur wenige Häuserblocks von der Polizeistation befindet sich ein von der Umbrella Corporation mithilfe zahlreicher Spenden von Unternehmen und Bürgern gegründetes Waisenhaus. Das Gebäude ist für seine Buntglasfenster bekannt, das Besucher aus aller Welt anzieht. Ja, das war's. Ja. Polizeirevier und Waisenhaus. Wow! Das ist doch mal ein Guide. Irgendwie. Laufen Sie alles ab. So, was haben wir hier? Ein Safe. Und wir kennen die Kombination nicht. Das ist schlecht. Okay, haben wir hier sonst noch irgendwas? Kurz einen Blick auf die Karte. Nein, aber hier sehen wir zum Beispiel, das ist natürlich ziemlich cool, das Shabadu. Hier sehen wir auch bei den Türen, welche Schlüssel wir brauchen. Das ist schon cool, das ist geil. So, hier wieder noch eine schöne Arla. Okay. Denn erst mal leider haben wir hier noch schon in der Ecke zu liegen. Was wir noch mitnehmen können. Nee. Können wir hier drüben? Nee, können wir nicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, müssen wir das erst entdecken, damit es auf der Karte aufploppt irgendwie? Oder könnte man jetzt einfach sagen, so hier drüben liegt nichts? So, okay, alles klar. Tür. Ah, wir kommen nicht weiter. So, hier vorne haben wir zum Beispiel Patronen. So, jetzt will ich mal gucken. Alles klar, also die Sachen ploppen erst wirklich auf der Karte, sobald wir sie halt wirklich gesehen haben. Und, ja. Also wir können jetzt nicht einfach irgendwie in einen großen Raum reingehen, mal kurz auf die Karte gucken und, oh, cool, dit gibt's. Schade. So, okay, das Löwenmedaillon können wir doch eigentlich gleich mal in die Statue machen, oder? Ist etwas gleich los? Also hatte Elliot recht. Ja, aber der Durchgang ist noch nicht offen. Crazy. So, hier. Okay. Cool. Okay. So habe ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Das fand ich schon bei Resident Evil 7 so ein bisschen komisch, Alter, weil auch der eine Sicherungskasten glaube ich, einfach nur zuklebt mit Gaffertape. Da war ja kein Rankommen ohne Messer. Ne? So einfach mal irgendwie so ein bisschen so abnippen, abfriemeln und Klebeband einfach abpopeln. Geht nicht. Nee. Brauchen wir Messer. Messer. Gut, okay. Hier vorne war ja die Kiste Deluxe-Waffe hinzugefügt. Jawohl, die Samurai Edge. 9mm Pistole mit 15 Schuss basierend auf einem Entwurf von Albert Wesker persönlich für robuste Leistung modifiziert. Geil. Aber ich würde sie erstmal nicht mitnehmen. Ich würde mal mit der Originalwaffe erstmal weiterkämpfen wollen. Und hier sehe ich an diesem roten Häkchen, glaube ich, das fast nicht mehr brauchen. So, ich... Das WC-Spray werden wir auch erstmal hier lassen. So, dann gehen wir mal hier vorne rein. Gibt's hier noch irgendwas? Außer Gamier Feldbetten?
Eine riesengrüne Pflanze. Die nehmen wir mit. Ah, okay, alles klar. Grüner Topf. Pistolenmunition, die packen wir natürlich auch ein. Was ist das hier? Holzbrett, einmal. Ja, wirklich, was sammeln wir jetzt? Holzbretter ein oder was? Robuste Bretter, mit denen man Fenster vernageln kann. Oh, okay. Perfekt, um ungebietenes auszusperren. Ja, nice. Okay. So, und was ich ja natürlich immer liebend gerne mache bei Resident Evil als allererstes, kombiniere grüne Kraut mit grüne Kraut. Und ihr könnt wetten, über die Hälfte von euch haben gerade gleich gedacht wie ich. Schämt euch. So. Okay, also das packe ich mal jetzt aber erstmal aus. Ist das Brett mit drin? Ich nehme das mal mit. So, Leute, die das Originalspiel von damals noch kennen, wissen, was passiert, sobald wir hier um diese Kurve rumgehen. Hm? Mal schauen, ob es passiert. Okay, haben sie nicht gemacht. Irgendwie. Im Original ist nämlich was am Fenster lang geklettert. Ne? Nennen wir es mal so. Und ja, war auf jeden Fall ein krasser Auftakt für einen sehr krassen Gegnertypen. Oh, Mann, 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 Mann. Ah, die Atmosphäre ist auch echt geil in dem Game. Hallo? So, Mann, überlege sich bitte, was so eine Wunden schlägt. Außerdem fasst ihn doch nicht an, ey. Der kann doch jederzeit, kann er sich da verwandeln. So, und hier kann ich jetzt. Hier kann ich jetzt Brett vernageln oder was? Okay, hier vorne brauchen wir auch. Die Schlüssel. Marvin. Oh, ich möchte an der Stelle kurz anerkennen, Marvin ist Officer of the Month. Ja? Mitarbeiter des Officer des Monats. Ich freue mich. Ich freue mich. Das wird so schau. Okay, das könnte ich jetzt hier alle zunageln. Bah. Bah. Na, Mäuskin? Was? Na, okay, sie kommt rein. So, aber manchmal ist es besser abzuhauen, statt sich mit Kämpfen irgendwie mit Zombies irgendwie okay, einzulassen. Ereignisbericht. 25. September. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. 25. September, Zusatz. Eine der zufluchtsuchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Die Täter wurden schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund der enormen Stresses die Nerven durchgegangen sind. 26. September. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebende konnten zwar hinter die Sicherheitstüren flüchten, sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind von der Außenwelt abgeschnitten. 27. September. Im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei starben 12 Personen und es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt langsam alles im Chaos. David Ford.
Das ist, ich finde das immer krass, wenn man so diese... Eine Kette. Eine Kette. Ah, scheiße. Da liegen nur Patronen. Oh, sieht die fies aus. Oh, guckt euch die mal an, ey. Jetzt mal ohne Scheiß, wenn du da bist, selbst mit so einer kleinen Schnupselknifte da. Also mir würde richtig der Stift gehen. Und dann wird erstmal daneben schießen. Okay, drei Kugeln. Mal gucken, wie viel wir finden. Ja, sieben. Okay, gut. Ja, hätte ich die mal vorher mitgenommen. Naja, hinter mir ist meine mal schlauer. Oh, was haben wir hier? Karte der Polizeistation. Nein! Die nehmen wir mit. So. Nein. So, was ist hier? Oh, der Sound ist so krass. Oh, der klingt wirklich sehr, sehr... Der klingt krass. Ja, Wahnsinn. Hallo. Oh, was haben wir hier? Schön. Die nehmen wir mit. Da können wir ja nichts. Ja, versuchen wir den mal hier vorne mit einem schönen gezielten Schuss auszuschalten. Nackenschuss. Zugeschlossen. Jetzt wollen wir die ganzen Sackgassen hier irgendwie absuchen. So, okay. Gehen wir hier rein. Sicherheitsdepot. Schließfach-Terminal-Notiz. Auf der Tastatur des Schließfach-Terminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Wer sonst würde solch ein Mist bauen? Ersatztasten! Ersatztasten! So, man stellt sich vor, bei einem städtischen Unternehmen wie der Polizei, also Unternehmen, ne? Bei einer Behörde wie der Polizei. Kommt doch keiner an und sagt so, tippt rum den ganzen Tag und sagt, ach, so ein Käse, mein Karl klemmt vom Keyboard. Ich geh mal ins Depot und hol mir eine Ersatztaste. Eine Ersatztaste! Nein! Okay. Kann man machen. So, was? Okay. So, okay, alles klar. Also hier können wir über den Code hier vorne. Aber uns fehlt die 2 und die 3. Wahrscheinlich diese Spinte öffnen. Dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Die 106 haben wir. Die können wir öffnen. Die 109. Was haben wir hier vorne? Oh. Hallo, hallo. Aber ich glaube, hier brauchen wir eine Schlüsselkarte. Das ist ja mal ein Schade. Die haben... Halt. Tut mir leid. Ausgabe nur montags zwischen 9 und 10 Uhr. Und wo können wir die Tür zumachen? Gut, ja, nochmal die Tür zumachen. Der Ding ist aufgestanden, wa? So, was haben wir gesagt? Wir haben die 100. Und die 109. Glaube ich, wa? 109, warte, 109. Wunderbar. Dann gehen wir da mal hin. So, was haben wir hier? Ein Film. Okay, cool. Nehmen wir. Und was haben wir hier? Hier haben wir nochmal Pistolenmunition. So, was haben wir eigentlich auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite haben wir die 200er Zahlen.
Ja, kommen natürlich auch keine ran, ne? Was haben wir denn hier? Ach, schön, so eine Tasche. So eine Tasche. Taschen sind ja der absolut neueste Trend im Resident Evil-Universum. Wir haben vorher Resident Evil 3, das Remake, gespielt, welches so relativ zeitgleich, so einen ganz leichten stündlichen Zeitversatz zu Resident Evil 2 spielt. Und anstatt nonstop irgendwelche krassen Waffen zu bekommen, hat man nonstop Gürteltaschen bekommen. Irgendwie. Versteht mich nicht falsch, ich will mich nicht beschweren. Irgendwie, ich war froh, wenn man mehr nehmen konnte. Aber irgendwie dachte man so, das ist so das neue... Was? Oh, was? Wo denn? Wie denn? Wer denn? Was zum Teufel? Okay, gut, hier knall ich jetzt hier mal. So, komm. Ja, cool. Geil. Geil. Warst du schon kaum... Da ist doch schon nichts mehr. Da, Alter. So, was haben wir hier? Hallo? Schießpulver. Die Schießpulvernutzung. Pistolenmunition. Zweimal Schießpulver. Flintenmunition. Schießpulver plus hochwertiges Schießpulver. In Klammern gelb. Mag-Munition, zweimal hochwertiges Schießpulver, in Klammern gelb. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Yeah! Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, das Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Alles klar. So. So, hier, in die Spur. Diese Mut. Jojo. Es ist total geil, weil wir halt, wie gesagt, wir haben Resident Evil gespielt. Teil 3? Teil 3? Im Remake. Und wir waren ebenfalls an der Polizeistation mit Carlos. Ja, einem Charakter aus dem Spiel. Und ich bin gespannt, weil wir haben einen Safe geöffnet. Und der ist noch zu. Man könnte ihn öffnen. Und es ist noch nicht lange her und ich weiß sogar noch die Kombination. Ich würde sie mal ausprobieren wollen. Und zwar ist das 9, 15, 7 gewesen. Mal gucken, ob es die gleiche ist. Eigentlich müsste sie. Jawohl. Jawohl. Ah! Gürteltasche. Jawohl. Sehr schön. Alles klar. Yippie-Kai, Gürteltasche Nummer 1 gefunden. So, ach Gott. Einsatzbericht. 28. September, 2.30 Uhr. Außer mir sind nur noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition und zu viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Philip hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber es klingt ganz gut. Es gibt zwar keinen Beweis für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch zombieverseucht ist, aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Elliot Edward. Schön Kippchen hier. Schön, schön, schön. Welcome, Leon. Yeah! Tröd. Erster Einsatz des Fingers. Leon ist Kennedy. Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag? Öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlüssel, ein pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzuprägen. Aber das haben Sie ja schon selbst
Haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Erfolg, Leon. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Scott eine direkte Antwort herauszuholen. Lieutenant Brannigan. Brannig? Brannig. Brannath? Brannack! Ja, okay, alles klar. Gut, hier sind denn also die Schlösser. Na, okay, sind wieder so eine Dreizahlen-Schiebeschlösser. Marvin. Marv. Rita, also M. R. Who are you? Was zum? Was, muss ich jetzt den seinen Namensschild kicken? Das wäre ja krass. Wer bist du? Was ist denn das hier für eine komische Klicke? Was ist denn das? Wackeldackel. Wackelkopf. Ja, kann ich nicht lieben. Ah, okay, gut. George. Okay, also von welcher Richtung? Von der hier oder von der anderen? Ansonsten. Silenzio, mein Freund. Entspann dich. Also G, R, M. Hm, also doch andersrum. Okay, verstehe. M. R. G. Schloss Nummer 1 ist offen. So, hier haben wir David. Elliot. Und Naya. Okay. Also den. Den. Oder nett. Ne? Yippie. Und ich sehe es. Ein erweitertes Magazin für die Matilda. Cool. Awesome. Und unser Namensschild. Wie schön. So, warte mal, dann schauen wir nochmal. Chakalaka. So, wie viel können wir denn jetzt? 24 Schuss? Krass. 24 Schuss. Nice. Geil. Finde ich gut. Ich guck mal nochmal. Haben wir was übersehen? Haben wir was übersehen? Ich glaube erstmal nicht, ne? Oder? Wie gesagt, seht es mir ein bisschen nach, wenn ich was übersehe. Als Co-Pilot oder als Beifahrer ist es immer ein bisschen einfacher, was zu sehen. Ich bin halt drin in der Atmosphäre. Ich bin komplett gepackt und geflasht und ja, wie gesagt, seht es mir nach, wenn ich mal hier irgendwie... Was? Gesundheit. Wenn ich hier mal so einen Topf übersehe. Ich habe diesen Schlüssel nicht. Ah! Es ist Phil. Der Typ sieht aus wie Phil Dunphy aus Modern Family. Also die Zombie-Variante davon. Phil! Ich bin müde. Nach die Nacht. So, ist hier noch irgendwas? Okay, na gut, dann gehen wir mal raus. Und gehen wir mal nach hier hinten. Und sollte ich mich nicht ganz irren, ist hier ein Safe Room. Ein Crowd. Und hier haben wir nochmal ein Brett. Ahaha. Ich entsinne mich, dass auch damals schon halt einfach dieser Song echt geil war, weil ich sag mal so, das Spiel war damals schon echt wirklich so nervenaufreibend. Ne? Resident Evil 1 und so, das
klar, ist jetzt nicht der Begründer des Genres, so ist aber halt einer der ganz großen Meilensteine. Und daher gab es halt noch nicht so Spiele wie Outlast oder so, die dich halt wirklich mental auseinandernehmen. Ne? Und da war schon Resident Evil, war schon so die neben Silent Hill so die Spitze irgendwo, die Speerspitze des Horrors. So. Und wenn du in einen Safe Room gekommen bist und diese Musik lief, du hast dich wirklich dann erstmal entspannt. Du hast gesagt, oh Gott, ich kann nicht mehr. Also, so ging es mir auf jeden Fall. So, okay. Heilwirkung von Kräutern. Seit Anbeginn der Zeit behandelt die Menschheit Krankheiten mit Heilkräutern. In diesem Buch stellen wir drei dieser in den Arklibergen heimischen Kräuter vor. Grüne Kräuter heilen eine einfache Verletzung, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen sie zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang. Es ist allerdings bekannt, dass man durch die Kombination mit Heilkräutern Mixturen hält, die deren Wirkung steigern. Und wie wir herausfanden, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle. Einem Doktor der asiatischen Medizin zufolge erhält man durch die Mischung von blauen und roten Kräutern eine Mixtur, entschuldigt bitte, die Konstitution stärkt. Cool. Tatsächlich stehen wir gerade erst am Anfang der Erforschung des wahren Potenzials dieser Kräuter und ihrer Heilwirkung. Weitere Forschungen dürften noch faszinierende Ergebnisse hervorbringen. Schön. Hier auch noch klassisch, ne? Die Schreibmaschine. Die geile Schreibmaschine. So, eine Kiste. Schauen wir mal hier, nehmen an. Oh, ein roter Topf. Rotes Kraut. So. Was für eine Farce, eine Pflanze in eine dunkle Kammer zu stellen. Aber okay. Objekte kombinieren. Einige Objekte können mit anderen Objekten kombiniert werden. Und man, ja, okay, alles klar. So. Jetzt machen wir was völlig ungeahntet und völlig Neues im Resident Evil Universum. Grüne Kraut mit roten Kraut mischen. Wow. Oh, warte mal. Aber wir haben ja noch Schießpulver. Schießpulver. Das Schießpulver. Und so, gut. Fantastisch. Fantastisch. So, was haben wir hier? Film ist Beweismaterial. Nicht liegen lassen. Okay, cool. Alles klar. Wir haben ja einen Film. Erinnerungsfoto. Ja, wer ist wie? König Eckbert oder was? Captain Iglo, wer soll's sein? Kann man hier noch was nehmen? Nee. Scheinbar finden wir noch andere. Okay. Oh. Nee. Ach, wie schön. Gibt's hier noch was? 1000 Kameras, alle verriegelt und verrammelt. Wozu gibt's denn zur Hölle so viele Kameras hier? Naja, wer weiß. Wenn du undercover bist oder bestatten musst, ne? So, okay. Ihr kennt jetzt auch erstmal ja nichts, irgendwie, wo man sagt so. Das muss irgendwie weg oder drin. Ja. Blub, blub. So. Okay. Komm mal raus. Hier würde mich auch wirklich mal interessieren, hält das Ding jetzt für immer? Oder what is it? Hey Kumpel. Was zur Hölle? Auch würde mich mal interessieren, wie weit kann ich stacken? Also die Pistolenmunition, ne? Oh, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen roten Topf. Ein roter Flanskin, das nehmen wir natürlich mit, als alte Floristen, die wir sind. Da können wir ja nichts. Hallo.
Ach ja, nice. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Okay, pass auf, Leute. Ich knall euch hier oben mal in die Ecke einen Link rein. Irgendwie, da könnt ihr gerne mal gucken, wie es dazu gekommen ist, dass da vorne ein Loch in der Wand ist. Hab ich gerade irgendwie knurren hören? Schade, das weiß ich nicht mehr. Ja, da kenne ich leider den Code nicht. Oh. Penner. Ich weile. So, was haben wir noch hier? Oh, die guten Steelboy. Flintmunition. 3 Stück. Ja, 3 Stück, damit gewinnt man aber jetzt auch keinen Blumentopf. Was haben wir hier? Nichts. Tragbarer Tresor. So. Putzig. Anleitung für tragbaren Tresor. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe anzuschalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und Sie müssen wieder von vorne anfangen. Okay. Okay. Wir können Objekte untersuchen mit der Lupe. Ah. Okay, das ist schon mal aus hier. Oh. Okay. Jetzt ist die an. Hä? Das ist doch jetzt eine andere Kombination? Moment mal. Also am Anfang war es jetzt gerade die. Ja, halb Tresor, halb Tamagotchi. Ach, ja. Eine Taste. Ach, eine Taste. Großartig. Achso, ja, hier noch Schluss. Ging ja auch. So, hier kommen wir nicht durch. Hier brauchen wir Drehventil wahrscheinlich. So klassische Dinge, ne? So, was ist hier? Ist der Knochen wieder auf der Bühne oder was? Tatsache. Ja, was ist noch aus der guten alten Zeit geworden, als man Zombies mit Kopfschüssen töten konnte? Und die auch liegen geblieben sind. Verrückte Zeit. Verrückte Zeit. So, hier habe ich mich schon bei Resident Evil 3 drüber aufgeregt. Verstehe nicht, wie kann man hier eine Palette hinziehen? Ohne Palette. Wer macht denn so was? Kombinieren. So. Okay. Wie war denn hier? Verdammt. Mann, ich komme gerade nicht mehr drauf. Stopp mal, war das hier? War das? Was? Nee, ich glaube, da war es unten. Also, ich kann mich dran erinnern, dass ein Codewort war Cap. Steel Boys. Alles klar. So, okay. Wir haben die Ersatztaste. Was könnten wir mit der Ersatztaste jetzt unten holen? Wir könnten jetzt...
Wenn wir die zwei nehmen, könnten wir vielleicht ein Fach öffnen oder zwei. Gucken wir erstmal hier oben nochmal weiter. Das ist schon wieder fies gemacht hier, ne? Ihr Schweine hier. Oh, was haben wir denn hier? Ja, lol. Den Piekschlüssel. So, das ist halt retro. Naja, das spielt ja auch. 89? 98 schon. Das sieht ja sehr einladend hier aus. Haben jetzt hier Hunde? Was zum... Auf gar keinen Fall, ja, nicht mit der Pistole. So, ich hab doch unten von dem Vieh, was vom Fenster lang geklettert ist, erzählt. Das war's. Jo. So, ein Blick auf die Karte verrät uns. Wo die nächste Tür ist. Mit diesem Schlüssel. Popelt er die jetzt ab? Popelt er die ab? Hast du geholt? Hast du geholt? Wollen wir. So, ich glaube, ich kaufe mal kurz das rote Kraut hier im Top. Also, in die Kiste. Genieße kurz den Sound. Freundchen. So, hier wäre auch schön, wenn er liegen bleibt. So, dann geht er in die Kiste hier hin. Ich schau mal kurz. Also, die 2 könnten wir öffnen. Also, wenn wir die 2 benutzen. Oh, hier gibt es noch ein Messer. Was haben wir denn hier? Na, ist eine. Scheiße. Okay, also hier brauchen wir die 2 und die 3 für die Tasche. Was haben wir hier vorne noch drin? Ach, nochmal immer Steelboys. Na okay, dann würde ich sagen, nehmen wir lieber die 2. Also, ne, wir benutzen die Taste für Taste 2. Ja, okay. Klick. So, welche hatten wir denn? Wir hatten die 208. Cool. Und die 102. Piep. Schießpulver. Na dann. Das holen wir uns jetzt. Mal gucken, wo wir die nächste Taste finden. Okay, komm hier und zack. So, hier drüben war, wenn ich mich nicht recht täusche. Oh, Phil. Nö. Phil, du kannst hier jetzt erstmal kurz reinschauen. Hier war noch. Genau, die und die benutzen wir. Da bist du ja. Komm her. Siehst du das? Ja. Hm. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke, Lieutenant. Ja. Mafi Maf. Hier vorne können wir jetzt nichts machen. Da drüben. Ah, jetzt erstmal nichts weiter, ne? Hier ist der Schließfachraum. Hier waren wir gerade drin. Hier ist die Shotgun. Hm, Dunkelkammer. Scheinbar können wir noch irgendwas am Becken machen. Okay, dann können wir jetzt bloß nach oben gehen, ne? Tun wir das mal. Ding, 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 ding.
Was für ein Quatsch. Eine Bauabsperrlampe? Das ist ja so eine Balkenbeleuchtung. Warum? Die verrückten japanischen Entwickler. So, jetzt mal hier. Klack, klack. Da vorne ist hier ein Brett. Cool. Nehmen wir mit. Ah, schön. Die Bretter können wir auch stacken. Das ist natürlich auch geil. So, eine Kurbel. Hummelnit. Schönheitswirbelter Baum. Wunderbar. Hello, friends. Was haben wir hier? Yes! Na bitte! Hallo, die Schlüsselkarte für den Weapon Locker. Artikel: Der rote Stein. Der Rubin, der den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte. Die Perle, die von der Königin des Nils verzehrt wurde. Der Diamant, der eine Königin auf die Guillotine brachte. Es gibt unendlich viele Geschichten über die Faszination von Juwelen. Dieser geheimnisvolle rote Stein ist einfach nur der neueste Eintrag dieser Reihe. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen ist auch seine Herkunft unbekannt. Angeblich soll er einst das Schmuckkästchen einer Adligen geziert haben und sogar König gewidmet worden sein. In diesem Herbst wird dieser Stein versteigert, was sicher viele Liebhaber anziehen wird. Man sollte ihm jedoch, werte Leser, mit Vorsicht begegnen, da hinter seiner schönen Fassade der Teufel lauert. Dieser Juwel hat gutmütige Adlige in schlimmere Despoten als Caligula verwandelt. Erstaunlicherweise zieht gerade die Tatsache, dass die Juwelen mit Blut befleckt sind, die Menschen überall so magisch an. Jo. Ach, hier, kick mal hier, Captain Iglo. Da ist er. Na? Moment, warte mal. Hier, wenn ich denn das hier. Linker Statuenarm. Die nehmen wir noch mit. Und guck mal hier. Das kann ja jetzt nicht der Dreh gewesen sein, ne? Das hätten sich jetzt aber sparen können, das daneben liegen. Momente. Er braucht noch so ein Buch. Der Captain Iglo braucht noch ein Buch. Gut. Das kriegen wir hin. So, haben wir sonst noch irgendwas? Ne. Nicht. Weiter im Kunstraum. Kommt dann raus. Was ist denn hier los? Dann sagt man, wir sollen das alles wieder wegmachen. Spinnt ihr denn? Das gehe ich dem Hausmeister sagen. Hey. Well, a great crowd. Hey! Leon? Claire! Warte! Ich bin gleich da! Okay! Haben sie auch eine kleine Süße genommen. Claire! Ich bin so froh, dich zu sehen. Wie geht's dir? Der Helikopter kam wie aus dem Nichts. Bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Tut mir leid. Nein. Aber wie geht es dir? Weißt du, ich schlag mich durch. Das ist gut. Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn. Mist. Du weißt, was das heißt. Ja. Wir spielen unser Lied. Essenszeit. Claire, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich, Leon. Mal kletter doch über den scheiß Zaun. Er verschwinde hier. Jetzt! Hey, lass uns das durchstehen. Beide gehen.
Marvin, ich habe hier ein Problem. Ich bin von Zombies umzingelt. Marvin, hören Sie mich? Du bist von Zombies umzingelt. Marvin! Verdammt! Okay, alles klar. Schade. Die sind ein bisschen voll. Oh nein. Ah, das ist jetzt aber doof. Scheiße, was machen wir jetzt? Halt oben nochmal ran. Oben war jetzt aber keine Kiste und nichts. Okay. Krass. Das ist ja krass. Das sieht man jetzt auch nicht alle Tage. Das brennende Männchen da. So, man verzeih mir bitte diesen Umweg irgendwie, aber was soll ich machen? So, ich habe mich ein bisschen entschlankt und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist der Weg zur Kiste und das Leermachen des Inventars der Schere zum Opfer gefallen. Von daher setzen wir hier jetzt an. Oh, diese Animation ist schon geil, finde ich. Irgendwie. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, wir sind hier. Okay. Ja, Problem, eigentlich müsste ich ihn sofort umlegen, weil er wird hinterher geschossen kommen, irgendwie. So, hoffentlich ist jetzt hier Ruhe. Ja, ist natürlich blöde, dass ich jetzt natürlich die Bretter rausgepackt habe. Aber man kann halt nicht in die Zukunft gucken. Dann kommt er halt hier rüber. Ah, die Sicherung. Schön. Das ist natürlich schön. Ja klar, er hat ja oben. Ja, ihr wisst, was das Kaputtmachen von Scheiben hier kostet, Freunde. Was zum? Mann. Da brauche ich erstmal einen Kaffee. Ja, schade. Was hat er denn hier? Ah, okay. Munitionata. Oh, was haben wir hier? Blendgranate. Na, hallo, ballo. Und schon bin ich wieder voll. Okay, kann ich ebenfalls als Nebenwaffe ausrüsten? Das ist auch schön. Nein. Die sollst du jetzt hier nicht benutzen. Nubbidi-wups. Ah, okay, alles klar. Hier haben wir den runden Griff. Oh, super. Was haben wir hier noch? Hochwertige Cheesepulver, gelb. Ja, das werde ich jetzt aber nicht, oder? Jetzt mal. Man könnte ja Mag-Munition draus machen, wenn man noch ein gelbes findet. So, haben wir jetzt hier alles. Gucken wir mal kurz nochmal durch. Hier, die haben wir die beiden Sachen. Hier vorne könnte ich ja das Elektroteil, also die Sicherung reinpacken. Hätte ich nochmal einen Slot frei. Guten Tag. Hallo. Diesen hier. Ja, wenn nicht, gehen wir schnell mal hier hin. An die Truhe. Und kurze Ausschlankung. Nein damit. Ja, das nehmen an, ne? Irgendwie. Ich mach mal ganz kurz mal. So, ein bisschen bequemer hinsetzen. Ja, okay, komm. Wir holen uns jetzt erstmal nochmal das Schießpulver und wir holen uns den Rundgriff.
Wunderschön. Hier an der Stelle müsste ich jetzt aber mal kurz einen Blick auf die Karte werfen und mal mich fragen. So, T und G ist Etage wechseln. Der Ron. Jetzt hier hin, aber zeigt er mir an. Die Kurbelvertiefung. Das ist ja, keine Kurbel. Wir haben ja einen Drehgriff. Das ist ja was anderes. Da wird der Drehgriff wahrscheinlich. Sag mal. Hier, genau, in der Dusche. Da braucht man. Okay. Alles klar. Eigentlich hier vorne. Ach, okay, alles klar. Alles offen. Das lohnt sich. Jetzt finden wir uns. Okay, alles klar. Gut. Hätten wir es. Dann ja, wissen wir jetzt auch, was da vorne so gerappelt hat. Etwa Mike von Mike und Molly. Okay. Gut. Und zum 92. Mal ran an die Kiste. Da packen wir das ein und wir packen das ein. Das ist schon cool, dass man wirklich vier Stück miteinander stecken. Das ist schon was. So, und wir gehen hier vorne rein. Das war der kürzeste Weg. So, Filzer am Start. Die lassen wir einfach mal. Und wir gehen hier rüber. Mal gucken, ob er uns verfolgt. So, okay. Yes! Oh, jawohl, Freunde. Jawohl. Sehr schön. Einfach. Es ist auch mal schön, wenn es schön ist. Wunderbar, wir haben die Shotgun. 2, dann packen wir die mal. Kann ich die jetzt hier? Hallo? Auf die 1, bitte. Sehr schön. So, dann laden wir nochmal nach. Nicht, dass ich es jetzt benutzen will. Aber, stopp, warte mal. Ne, wir gehen jetzt um die Ecke. Was? War da noch einer? Ne, vor der am Fenster, ne? Oh, die Polizisten sind so viel stark. Mann, die sehen alle übel aus. Die sehen alle wirklich übel aus. Und wenn ich natürlich jetzt viermal auf den Kopf schieße, sehen so nie besser danach aus. Aber sie sehen schon wirklich so von. Schon davor sahen sie schon übel aus. Jawohl. So, wie sieht denn das hier aus, Freunde? Schön. 2 Millionen Zahnbürsten, Parasierer. Ach du Scheiße. Na komm, da wissen wir wieder, was jetzt passieren wird. Hallo, Sir. Sie können hier nicht einfach schlafen. Das ist geil. Ich mag es ja, aber du weißt eigentlich ganz genau, dass irgendwas passieren wird. Irgendwie. Du rechnest natürlich damit, dass er hochspringt und... Aber nee, er sackt einfach zusammen wie ein nasser Sack. Sackt wie ein nasser Sack zusammen. Wunderbar. Das ist Deutsche nach Einführung. Das ist großartig. Das dreht die Worte um und um und um. So, Schießpulver. Und nüscht. Okay, noch immer. Shotgun. Oh, lecker Arla. Hier liegen ganz schön viele Tote.
da kaputt. Na, okay, okay, okay. Was um Gottes Namen. Sieht er mich? Also ich entsinne mich, dass diese Biester halt einfach fast blind sind. Ne? Irgendwie, man darf halt keine Geräusche machen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob meine Fuß... Tapsen schon mit 10. Stück! Okay, fand er nicht gut. Aber... drei Schuss mit der Shotgun haben die Sache jetzt auch mal erklärt. Nachhaltig. Boah, der hier rumgesaut. Ey, Mann. Ist das eklig. So, okay, alles klar. Hier brauchen wir den Karo-Schlüssel. Der Tüte Tamulok. Wo sind wir hier? Oh, okay, alles klar. Karte der Polizeistation. Obere Stockwerke. Nice. Okay. Was haben wir hier? Das äußerst maskuline Einhorn. Da schauen wir nochmal. So, Chrisse Krake vom Polizisten. Da unten haben wir das Einhorn. Was ist das? Fische, Krebs und der Wassertopf. Fische. Krebs und... nein. Nein. Oh, waren wir da gerade? Waren wir da gerade? Ja. Und wir haben die Einhornmedaille. Das Medaillon, entschuldigt bitte. Das Einhornmedaillon. Hm, das schon klingt, ey. So, kommen wir hier. 25 Schuss kommen wir raus. Das ist natürlich aber auch eine reiche Ausbeute. Finde ich super. Kommen wir hier nochmal kicken. So. Da vorne ist jetzt das Büro. Da gehen wir doch mal rein. Da gehen wir doch mal rein. Da ist der Stift zu holen. Vielleicht mal einfach nur ein weißer Temp mal anziehen. So, Matthias, da haben wir was. Stars. So, wir spielen ja auch halt, wie gesagt, leicht zeitversetzt zu Resident Evil 3 Nemesis. Also, ne, nicht, dass ich jetzt hier gerade im Stars-Büro rumgurke. Und hier kommt so ein fetter Fleischklops auf immer in Stars. Ah, jawohl. Gelb. Nice. So. Hier haben wir natürlich eine Medikit-Tasche, die kennen wir alle, ne? So ein bisschen, die sich mit Resident Evil, mit dieser Serie auskennen, die ist natürlich von Rebecca Chambers, ne? Medic der Stars. So, hier haben wir noch ein paar. Am Full. Ach, geil, hier, schön die Gitarre. Großartig. Oh Mann, ich bin voll. Das ist doch Käse. So, okay. Was haben wir denn hier? Der Computer. Okay. Okay, okay, okay. Kontoauthentifizierung erforderlich. Dongle USB. Anschluss stecken. Was? Der Dongle. Ja, nee, habe ich leider nicht. Benny, wie sieht's denn aus? Kannst du mich da mal unterstützen? Kannst du mir mal einen Dongle zukommen lassen, bitte? So, das ist eine, das ist ja. Hey, 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 was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Selbstbausets? Okay, gut, hier werde ich nicht reinkommen. Und da hinten, Freunde, haben wir die Magnum. Die müssen wir haben. Die müssen wir haben. Dafür brauchen wir den Dongle. Mist. Ich bin voll und hier hab so viele Sachen, ey. Ach, leck mich doch. Echt jetzt. Echt doch scheiße. So, was haben wir hier noch? Internes Memo. Ha! Das interne Memo. Lesen es nochmal vor.
22.09.1998. Interner Bürobedarfsverteilungsmitteilung. Verlegungsmitteilung. Ein bescheuertes Wort. Hitzebeständiger Tresor mit 3-Zahlen-Schloss. Von Stars Büro in 2F ins Büro Westseite 1F verlegt. Die Kombination lautet L9, R15, L7. Bitte Kombination sofort nach Erhalt ändern. RPD Hausmeister. Das war die Kombination, die wir vorhin eingegeben haben, weil dieses Schreiben haben wir auch schon in dem Spiel davor, was wir gespielt haben. Chronologisch, wie gesagt, ein bisschen blöde. Resident Evil 3 hat das im Remake gefunden und daher wusste ich die Kombination und noch für den Save. Aber jetzt seht ihr, so hätten wir sie jetzt auch bekommen. Na? So. Wer sitzt denn hier eigentlich? Sitzt hier Wesker oder wer eigentlich? Ich glaube ja, ne? Doch, glaube ja, der war doch Anführer der Stars am Anfang. Hm? Können wir noch irgendwas lesen? Tja, ich weiß es gerade leider nicht mehr so genau. Aber ich bin der Meinung, er war der. Also auf jeden Fall irgendwie Captain oder so bei den Stars. Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, wenn ihr es noch wisst, haust mal unten in die Kommentare. Würde mich wirklich mal interessieren. Ja, hier bei den Waffen. Irgendwie, hier würde ich einfach mal sagen: Barry Burton. Ja, hier vorne Chris Redfield, war, das war, ne? Ja, und dann hier, was weiß ich, Brad Vickers und wie sie alle hießen. Wie? Ah. Okay, alles klar. Rotes Kraut. Ach, schön, wunderbar. Ah, schön. Also, ich gehe jetzt wieder runter. Ich kann ja nochmal gucken, wo ist da noch ein Schlüssel zu benutzen? Das ist aber auch wirklich, das ist doch aber auch mies. Jetzt bin ich hier drin, ja, und kann nicht ein einziges Ding mitnehmen. Na gut. Egal! Zap, 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 zap. Hey, hey, Jungs! Ah, das ist der Buch. Das ist der Buch für Captain Iglo. Okay. Ja, okay, na gut. Wenigstens ist jetzt der Weg nicht ganz so weit. Objekt verwalten. Tab. Swoops. Schnups. So. Einhorn-Medaillon haben wir auch eingesetzt. Oh. Er lebt noch. Ah. Er lebt noch. Ihm geht's nicht gut. Irgendwie. Ich meine, gut, er ist angegriffen worden. Jetzt machen wir uns mal eine Spur. Wir wissen, was passiert, wenn du von Zombies angegriffen wirst und die Bissen wirst. Okay, alles klar. Die Schlüssel können wir dann auch wegpacken. Wir brauchen die nicht mehr. Und tatsächlich bin ich wirklich verführt zu sagen, ich pack mal die 60 Schuss weg. Weil wir haben 42 Schuss noch bei ansonsten. Das ist eigentlich erstmal ausreichend irgendwie. Wir haben die Shotgun noch. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal, weil wir brauchen halt auch ein bisschen Platz. Wenn wir jetzt nochmal ins Stars Büro gehen. Um dann wieder zur Kiste zu gehen. Yeah. Ja, 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 ja. Richtig. Ja, was halt natürlich hier in Resident Evil 2 nicht ausbleibt, ist halt, du hast halt Laufwege. Ne? Du musst halt mal einfach ein paar Mal von A nach B laufen irgendwie. Weil ihr seht, die Kapazität ist halt wirklich mega mau. Irgendwie, du kriegst halt nicht besonders viel mit. Aber man will ja auch nicht verschwenden, ne? Du willst ja auch den Mist hier nicht einfach liegen lassen und sagen, pff, oh, komm hör mal hier, Shotgun Shells. Braucht doch keiner. So, haben wir jetzt alles? Nee, wir haben noch die Blendgranate.
Und dann könnten wir tatsächlich nochmal sogar das Buch mitnehmen. Oh, das ist wirklich ein schaurig schönes, blutiges Zimmer hier. Fürchterlich. So, hier ist ja, glaube ich, nichts mehr weiter, oder? Oh, noch ein Messer. Hier kann ich jetzt nicht mitnehmen. Schauen wir uns jetzt hier erstmal nur den Raum an. In der Hoffnung, dass meine Munition reicht. Aber hier alles ganz schön eingeschrumpft hier, mein Munitionsvorrat. Was können wir denn hier machen? Den können wir mal zusammenschieben. Hier fehlt uns wahrscheinlich irgendwie eine Stange zum Hebeln. Mehr was? Drin? Ist da was drin? Oh, was hier? Naja, wenigstens etwas. Leiter hoch. Okay, wir gucken uns erstmal kurz den Rest an. Hier ein Buch. Ist hier noch irgendwas? Nee, ein Secretary. Auch nicht. Das Messer haben wir noch hier unten. Schöne C4 haben wir hier ein bisschen. Das ist ja was Feines. Okay. Auch verbringt? Nee. Ja, wäre auch zu einfach gewesen. Also brauchen wir wahrscheinlich einen Zünder oder irgendwas. Hey, hey, hey. Gürteltasche. Sehr geil. Anonyme Notizen. Diese Konzernwichser haben mir den Geldhahn abgedreht und das nach allem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mir morgen noch etwas Spaß gönnen, während die Welt den Bach runtergeht. Ich habe die Dreckschweine in einem mit C4 präparierten Stahlfähig gesperrt. Muss ich nur noch zünden, dann war's das mit denen. Aber wenn es zu schnell geht, macht es keinen Spaß. Vielleicht werde ich mit diesen einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen veranstalten. Ja, vielleicht gebe ich ihnen ein kleines Spielzeug und sage ihnen, töte deinen Nachbarn, dann verschone ich den Rest. Was er dann wohl macht. Du schreist was von Gerechtigkeit und Stolz, aber wie oft hast du dich bitte mir, deinem Vorgesetzten, schon widersetzt? Ja, du warst so ein geiler Bulle. So gut, dass du sterben musstest. Mann, bringt das Spaß. Fehlt nur noch Musik.
Okay, Alter. Da hat dann wohl einer ein bisschen freigedreht. Oh, scheiße, Alter. Und er hat so wirklich durchgezogen, Alter. Nee. Oh, nee. Echt jetzt, ja? Echt? Ihn haben... Oh, nee. Ihn haben sie jetzt gesagt, hier, hast du eine Knarre, komm, leg mal alle drüben um. Oder leg mal ihn um und dann kommen die anderen frei. Und dann haben sie die anderen nochmal umgelegt. Ey, also wirklich. Oh! Oh! Arschloch! Voll erschrocken. Da war denn hier? Okay, Schießpulver. Die ich nehme auch sehr gern mit. Ja, ansonsten. Und hier. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Oh, wo sind wir hier? An alle Überlebenden. Betrachte dies als Geschenk für alle, die das Pech haben, noch am Leben zu sein. Halte die Augen nach den unheimlichen Mistkerlen offen, die wie gehäutet aussehen. Man nennt sie Licker. Sie sind zwar blind wie Maulwürfe, besitzen dafür aber einen überragenden Gehörsinn. Ja? Solange man nicht wie ein Volltrottel ballernd durch die Gegend rennt, kann man an ihnen vorbeischleichen. Wahrscheinlich. Mach es einfach wie meine Oma. Geh so langsam wie möglich an den Dingern vorbei. Ich muss jetzt los, die Pflicht ruft. Und außerdem muss ich einen Freund rächen. David. Okay. Okay. Cool. Ah, alles klar, das war der Gang. Das war der Gang, wo das viel lang geklettert ist. Oh, ja, genau. Ja, stimmt. Richtig. So, ein kleiner Blick. Was? Was? Achso, nee, das hier war der Spind. Hier ist das C4. Ja, tatsächlich wird es wahrscheinlich ein bisschen. Ja, wie ist es jetzt kürzer, wenn ich hier einfach runterrenne? Um was zu tun? Wir müssen. Nee, wir müssen ja auf die. Wir müssen zu Captain Iglo. Oh! Ah! Ah! Wie? Oh! Scheiße! Hau ab! So, schnell bei Phil vorbei. Dann könnten wir uns ja mal ein grünes Kraut reinpfeifen, weil, und sieht so Marvin-mäßig. So, okay, alles klar. Dann nehmen wir uns einfach ein grünes Kraut. Und ich würde fast sagen, das grüne Kraut reicht eigentlich auch. Ich würde es jetzt nicht unbedingt mit dem roten Kraut noch kombinieren. Easy. So, okay. Verstauen. Nee. Heraus nehmen? Nein. Rausnehmen. Kombinieren. So, machen wir mal so. Laden hier mal nach. Einen Schuss noch. Das Buch. Okay, dazu müssten wir nochmal hoch. Und oben auf der Empore. Warte mal. Und oben auf der Empore. Da ist doch der Kunstraum. Exactly this way. Knurrt gerade. Kombinieren. Linker Arm mit Buch. Und dann den Haupt mal rein hier.
Used. Auf die Idee ist noch nie in der gekommen hier. So, Zepter. Untersuchen. Drehen. Aha. Rotes Juwel. Ein kostbar aussehender Edelstein. Jetzt ist die Frage. Wohin mit dem Klunker? Haben wir schon. Können wir den irgendwo benutzen? Haben wir schon irgendwas gefunden, wo der benutzbar wäre? Hier haben wir noch ein Messer. Sag mal, was ist denn eigentlich mit meinem Messer passiert? So, das haben wir da. Wie gut ist das noch? Voll. Haben wir jetzt noch irgendwo eine Tür, wo eine Kette vor war? Wo ich unser Bolzenschneiderchen da gerade sehe. Hier erstmal nicht. Feuerleiter, da sind wir ja reingekommen. Der Kunstraum, das ist da. Nö. Und was ist jetzt unser nächster Plan? Was machen wir? Tja. Verdammt. Mann, Alter, die fressen aber auch Mohn, ey. Das ist ja Wahnsinn. Ja, echt jetzt, ja? Ihr seid noch fit? Ach, du bist doch ein blöder Penner, ehrlich. So, hier kann ich jetzt eh nicht hin. Hier brennt's. Unten war eigentlich auch soweit alles geklärt. Hier kann ich auch nichts machen. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Das Ding ist auch noch dicht. Hier kann ich nichts machen. Ja, lass mich mal rum, mein Freund. Moment, doch. Hier war doch noch ein Ding mit Kette, war doch noch. Und zwar hier drüben. Eine Tür mit Kette. Da gehen wir mal hin. Echt jetzt, ja? Oh, da habe ich jetzt nicht gesehen. Oh, krass, wo kommen die alle her? Oh, krass. Scheiße. Da würde ich ja noch mein Messer wieder haben. Hier war noch hier eine Kette. Und sonst etwas? Oh ja. Oh, hallo. Alles klar. So, warte mal. Okay, wir könnten den Bolzen schneller wegschmeißen. Bump a sticky, my friend. Locker Room. Hier haben wir nämlich Cap. Alles klar. Okay. Herzschlüssel haben wir nicht. Jetzt mal auf, los. Hoppi hopp. Okay, gut. Ich gehe mal hier kurz in den Safe Raum. Und da muss ich mich mal ein bisschen orientieren, wo ich hin muss. Was gar nicht, man kann auch so ein bisschen den Überblick verlieren, wo man hinrennen muss. Holzbretter ist also sensationell stackbar, die Dinger. Ich freue mich richtig. Also nicht, dass ich es jetzt anscheinend ständig benutze, aber hey, fünf übereinander ist schon mal eine schöne Sache. Okay, was machen wir? Wir nehmen außerdem mit Flintenmunition.
Das haben wir. Wir haben noch immer grüne Kräuter, das reicht erstmal. So für die spontane schnelle Heilung, irgendwie ist das okay. Dieser rote Edelstein. Wofür? Haben wir irgendwas gefunden, wo wir den benutzen können? Okay, einfach hoch und gerade. Okay, also wir sind sogar relativ nah dran. Na, dann gehen wir da mal hin. Dann gehen wir mal dahin. Ach Gott. Tatsächlich wirklich ärgerlich. Das sieht echt, also die respawnen relativ häufig hier irgendwie. Da muss man. Ach, bin ich da schon wieder zu weit gelaufen, oder? Bin ich doch schon wieder eine Etage zu weit geguckt. Das ist natürlich noch nie. Nee, hier war das. Okay. Was? Knirsch, 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 knarz? Scheiße. Sieht mir nicht gut aus. Der grabbelt einen doch. Alles klar. Ja, oh Freude, oh Freude. Das Schlimme ist, das hat sich gerade nicht nach einem Zombie angehört. Kriegt den hier durch die Gitterstäbe. Das wäre natürlich ganz geil. Tja, Benny. Wie du sagen würde, Justice. Hä? So, und hier haben wir doch das letzte Medaillon. Aber nein. Ja, mein Aim ist mal wieder unterirdisch. Aber so kennt ihr es ja von mir. So, und zwar. Die Jungfrau. Was haben wir denn da? Frauengesicht, Pfeil, Schlange. Ist ja nicht so gut zu erkennen. Ich glaube, das ist der Frauengesicht. Ich würde mal sagen, das ist der Pfeil. Das war die Schlange. Mädchenmedaillon. Cool. Damit ist dann der ominöse Gang frei. Ist hier noch was zu holen? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Mann, Alter, so ein Wichser. Jetzt aber echt gekriegt. So ein Arsch. Okay. Muss ich erst mal den Schrank beiseite räumen. Okay, alles klar. Suchen eigentlich hin. Sorry. Das gucken wir uns ja mal an. Da gehen wir nochmal hin. Warte, warte, warte. Oh nö, echt? Alle wieder da? Oh, da bin ich da hin. Da bin ich da hin. Oder einfach. Ich bin weg. Ja, ist man durchgecrashed. Ja, deswegen muss man wahrscheinlich nur die Schränke nehmen. Also quasi die Bücherregale zusammenschieben. Ja. Um das zu schaffen. So, okay. Lass mich kurz einen Blick in den Inventar werfen. Alles klar. Na komm.
Let's do it. So, Marv, wie sieht's aus? Lass uns hier verpissen. Komm. Finde den Weg raus. Na denn? Wie, wenn ich mitkomme, oder was? Da geht es nach unten. Das ist er. Unser Weg raus. Lieutenant Brenner! Marvin! Zeit zu gehen. Hey, Marvin! Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen, sofort. Nein, nein. Ich rette dich selbst. Kommen Sie, ich hab's... Geh! Hören Sie, wir können es immer noch beide rausschaffen. Wenn Sie mir nur... Es ist zu spät. Hab's versucht, Leon. Aber ich konnte es nicht stoppen. Das darf sich nicht ausbreiten. Jetzt liegt's an dir. Jetzt geh! Verstanden. Ich werde tun, was ich kann, Marvin. Tja. Klare Sache, ne? Jetzt hat natürlich gesagt so, er ist eine zu große Gefahr. Okay. Alles klar. Brauchen wir wieder ein Drehventil oder irgendwas? Alter, wer hat denn hier bitte sein Büro? Das ist ja auch mal. Das ist ja undankbar. Kann ich was lesen? Nein. Ah, hier haben wir noch eine Truhe. Okay, alles klar. Hier gehen wir uns mal ein bisschen. Schießpulver mal auch noch. Kommen wir das immer noch mit raus. Kombinieren. Zack. Kombinieren. Dann packe ich die mal jetzt erstmal zurück hier. Ne? Rotes Kraut. So, machen wir es so. Hier mal ein bisschen aufgeräumt hier. Zack. Zack. Tja, bin ich mal gespannt, wo der Fahrstuhl hingeht.